Hallo YouTube und herzlich willkommen zurück zum nächsten Teil der Challenge. Unsere super Technik-Challenge hier. Wir haben ja einfach alles. Wir machen das auch wieder so wie beim letzten Mal. Wir nehmen das hier trotzdem mal mit. Ich würde jetzt normalerweise gerne einfach die Zweierkopfbedeckung mitnehmen. Dann hätte ich einfach eine kleine Taschenlampe statt dieses Grünlicht. Filter das hier, aber es soll erstmal funktionieren. Gut. Der Vorteil ist, wir sind so jetzt relativ flexibel mit den Items, wir sind schneller. Es geht, glaube ich, nicht als Hiding Spot für so eine halbe Kiste steht. Unter der Treppe können wir uns verstecken, das ist schon mal okay. Das ist besser als gar nichts auf jeden Fall. Jetzt suchen wir nämlich noch schnell hier unseren Sportsfreund. Vielleicht klappt die Runde etwas schneller und etwas leichter. Beim letzten Mal, da haben wir ja haben jetzt einen Geist gehabt, der auf viele Sachen da so gar nicht so anspringt, ne? Den wollte er wohl entsorgen, den Knochen. Hiding Spot hier hinten, schön. Nice. Bist du hier? Wieder im Bad. Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Bist du da? Das hast du sehr gut gemacht. Ne, das war nicht. Das ist schon. Nee. Oh, guten Tag. Das ist ein Hiding Spot. Also angeblich sind das Hiding Spots, ich sterb da ständig. Ah, komm, ich schnell die aufladen. Wir haben also einmal Pauschmann. Wandert hier ganz schön rum, ne? Ich habe gerade noch gehört, wie er was geworfen hat. Aber oben war er eigentlich aktiv. Guck mal, bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Hier, ne? Ne, es ist doch oben. Alter, der Geist verarscht mich, ohne rot zu werden. Ich höre es halt die ganze Zeit von unten.
hat er geworfen, okay. Pass auf, weißt du was? Ich hole mal anderes Zeug. Boah, der gleich huntet und ich habe einfach nichts rausgekommen. Es klingt. Oh, wir sind schon Hunting Range, okay. Also zumindest für einige Geister. Klingt schon ein bisschen komisch, ne? So die Sachen. Ständig Sachen mehrmals werfen. Das ist ein Orb. Okay, das ist hier allerdings auch kalt. Interessant. Bist du hier? Ich hole mal noch schnell allerdings. So, warte mal. Okay. So ein Orb habe ich auf jeden Fall gerade schon mal gesehen, ne? So. Der ist aber noch da. Da hinten war er. Da oben wieder. Okay, der Orb ist da. Temperatur können wir noch einmal checken. Vielleicht macht es einen Banshee-Schrei. Müssen wir mal mit, damit wir durchrennen können, wenn was ist. Du hier? Gib mir ein Zeichen. Dann jetzt auf, genau, einmal Interaktion, einmal Fingerabdruck, genau. Der wirft ja einfach mit Klopapier um sich, aber. Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Geht es ein Kind? War das ein Handtuch?
Weil es erschien mir gerade so, als. Wo kommt der her? Es erschien mir gerade so. Ja, 33%, okay. Als wäre sie am Anfang schneller gewesen. Mein Handtuch hat noch Gefriertemperaturen, ne? Das ist halt so ein Ding. Gefriertemperaturen sind aber gerne buggy, wie wir wissen. Ich muss aber hören, wie die handeln. So, für das eine Dings hier in der Taschenlampe mit. Das ist die scheiße Kacke hier. So. Ja, das ist ein Handtuch. Aber die Temperaturen müssten die Gefriertemperaturen sein, ne? Ja, sind es aber nicht. Na gut. Wer nicht will, der hat schon. Das Einzige, was sonst noch passen könnte, wäre ein Raiju. Aber der Raiju müsste halt. Der gibt halt ganz andere. Wo ist er denn? Da. Der geht noch hier bei 5 Dots. Ne, und halt nicht den anderen Kram, deswegen. Ja. Ja, ja, ja. Müsste es dann jetzt eigentlich sein. Der Handtuch. Gucken wir einfach mal. Oder ob das Spiel jetzt hier hart verarscht hat mit Mimic vielleicht. Nee, Handtuch ist richtig. Okay. Bleasdale auf ein neues. Alright, we're here. Take a look at the equipment and prepare accordingly before starting the investigation. There are pending reports of a cursed object nearby. This must be the reason that the ghost was summoned here. Take a look. You may be able to use it to your advantage. Jetzt was, wir lassen Taschenlampe erstmal wieder hier. Wir gehen erstmal wieder mit diesen drei Sachen hier los und unserer Dings da. Vorteil ist, wir haben halt sofort die Möglichkeit, UV zu nehmen und all solche Sachen. Da kriegen wir aber schnell die Sachen mit zusammen. Das erkläre ich auch jedes Mal neue. Gehen wir da. Ach, guck mal, das wäre vielleicht gar kein richtiger Hiding-Spot, weil er nicht zu war. Wobei der Geist ja auch nicht so weit rumkommt, oder? Das wahrscheinlich geht nur darum, dass man wirklich nicht in der letzten Ecke stehen muss. Hallo, jemand da? Bist du hier? Bist du in der Nähe? Bist du da? Gib mir ein Zeichen.
bist du hier? Weiß nicht, wo der. Also. Da kommt Licht durch, ja, okay. Ah, jetzt trotzdem noch. Okay, Licht ignoriert also einfach die Türen. Ist ja nett. Das kann man natürlich mal machen, aber es ist ein bisschen leichter. Ist klar, dass ja der Geist wieder oben. Bist du schon wieder hier? Gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Das verspricht ziemlich. Ziemlich nerviges Ding zu werden. Vielleicht ist er aber auch gar nicht hier oben. Vielleicht klang das nur wieder so merkwürdig. Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Du warst vor einer Sekunde noch nicht hier. Aber schön. Okay, bisher haben wir gar nichts gefunden. Gehen wir mal gucken, was wir sonst noch haben hier. Okay, wir nehmen mal die mit. Verteilen die mal im Haus. Dadurch können wir vielleicht so ein bisschen erahnen, wo was ist. Hier bist du also. Bei so einem coolen Plan gerade alles aufzubauen hier. Ah, hier liegt ein Knöchchen sogar oben. Schön. Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Oh, pixelated Atem hier. Ja gut, pass auf. Ich komm später nochmal wieder. Gehen wir mal raus. Ja, wir haben wieder ein Orbi-Orb. Bist du hier?
Bist du da? Geisterorb ist immer so halt alles. Temperature. Keine Ahnung, für eine zweite Kamera einfach, weil ich es kann oder so, weißt du? Okay. Ah, du hast ja die Scheibe geklappt, das ist voll lieb von dir. So, bringen wir hier noch einen Dotz an, dann haben wir auf beiden Seiten einen. So, ja. Okay, aber hier ist kein UV-Licht, okay. Was sagt der Temperature hier? Oh, Bildtemperatur tatsächlich. Okay. Geisterbuch kann ich nicht checken, weil wir keine Dings haben. Hier. So, ja. Brav sein. Genau. Ja. Bei 5 kann es nicht mehr sein. Okay, Dots, Geisterbox oder Geisterbuch. Das hören wir aber beim Hand, weil der Revenant wäre dann nämlich der... derjenige welche. Und der Revenant ist super langsam, den können wir ganz in Ruhe hören. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Bist du da? Hallo. Gib mir ein Zeichen. Box kann man, glaube ich, ausschließen. Na, bist du hier? Wie alt bist du? Wo bist du? Stinkst du nach Fisch? Okay. So richtig? Das Fenster? Nö. Das war's. Okay. Ist mir so egal, weil wir ja kein perfektes Spiel spielen. Tür? Wieder keine Lampe. Okay. Das heißt, es wird aber hier nichts mehr kommen. Gib mir noch ein Zeichen, damit die Fotos wird voll. Komm, freu mich.
Dots glaube ich eigentlich auch nicht mehr. Ich glaube, es ist ein Revenant. So. Das heißt, jetzt kann sich Dots zeigen, wenn ich jetzt Revenant angeklickt habe. Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Revenant wie im Buche steht. Okay, dann mach's mal gut, ja? Gib mir noch ein letztes Zeichen. Gibst du mir noch ein Zeichen? Gib mir ein Zeichen. Dankeschön. Das ist voll lieb. Ich bin echt jetzt ein bisschen erschreckt, weil ich bin mir davon ausgegangen, dass ich ja Dots sehe und nicht den Geist einfach, aber passt ja. So, Freunde, wir haben es geschafft. Man hat ja gerade am Hand gehört, wie langsam der ist. Von daher. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Herrlich, Freunde. Herrlich. Wie sich der Balken langsam aber sicher füllt. Am Ende des Tages, finde ich, ist es wirklich ein... Ja, muss man einfach mal neidlos sagen, echt... So richtig satisfying. Das hat mir gut gefallen, die Challenge. Ist mal ein bisschen was anderes gewesen. Aha, ein neues Feuerzeug, den Zünder. Gucken wir gleich mal, was der Unterschied dazu ist. Außer, dass es viel stylischer aussieht, natürlich. Ich lasse es deswegen noch mal gerne hochlaufen. Ich weiß nicht. Ist einfach eine Macke von mir. Ich hoffe, ihr könnt mir damit verzeihen, dass ich so bin, wie ich bin. So. Nice. Sehr gut. Gucken wir mal ganz kurz. Der bessere Zünder, Zünder, Zünder. Da. Echt günstig. Ist wasserfest. Ach, guck mal an. Das heißt, den kann man auch im Regen benutzen. Für die Flucht im Dunkeln. Das ist ja sehr spannend. Aber gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, meine Lieben. Bleibt gesund. Bis dahin und tschüss.